Swiss Ultra steht bevor. Wir sind jetzt auch im Schwimmbad. Hat gerade Luca gegeben, Wetter drin. Gell? Ist gerade ein schönes Wetter, vorher hat es geregnet. Du bist vorher noch im Schwimmbad gewesen. Du bist ein Buchser, hast du hier mal geschuttet, oder? Genau, ich bin in Buchs aufgewachsen. Da bei den Junioren gespielt, dann mal ein bisschen aufgehört und dann wieder eingestiegen. Und ja, bis ja, vor ein paar Jahren da Fußball gespielt, etwa bis vor 10 Jahren. Und hättest du aber im Ernst nicht gedacht, dass du das mal antätest? Dass du hier vor dem Schwimmbad würdest, wo du dann 5-mal hintereinander 3,8 Kilometer schwimmst? Nein, oder? Das hätte ich mir echt nie erträumen lassen. Nicht einmal, als ich mit Triathlon angefangen habe, nicht einmal erträumen lassen, um einen Ironman zu machen, geschweige denn 5 am Stück. Du hast mir vorher gesagt, wir haben hier sonst nichts vorbereitet. Am Telefon hättest du Rückenbeschwerden gehabt. Das genau, ist so. Ich habe mit Rückenproblemen, also vor allem beim Eishockey-Spielen, habe ich es einmal gemerkt. Und nachher immer, jeden Morgen ja. Mühe mit aufstehen. Dann hat mir ein Physiotherapeut gesagt, ich soll go schwimmen, aber nur Kraulschwimmen. Dann bin ich ins Hallenbad und dachte, ja, so schwierig wird das nicht sein. Losgeschwommen, nach 15 Metern schon am Beckenrand gestanden und rum mögen. Ja, und so hat sich das halt dann immer ein bisschen gesteigert. Dann habe ich das Box im Schwimmclub so einen Kraulkurs gemacht und dann ist es immer eigentlich gut gelaufen und dann habe ich angefangen dort zu schwimmen und dann bin ich zu den Masters und beim Anfängerkurs habe ich einen kennengelernt, der ist 8 Jahre lang Marathon gelaufen und der hat gesagt, der fange mit Triathlon an. Da habe ich gesagt, ja, mache ich auch mit. Und der ist jetzt am Ultra auch 2 Tage noch mein Betreuer. Aber wie bist du auf diese Furzidee gekommen? Ja, das weiß ich selber. Also ich war in New Orleans. Ja. Ironman 73. Und bist fast aufs Podest gelaufen? Genau, bin Vierter geworden und hat knapp nicht gelangt für die Weltmeisterschaft. Nachher habe ich gedacht, ja, nur, ich habe eh mal da immer jedes Jahr zugeschaut bis jetzt. Ich dachte, ja, so in 2 Jahren vielleicht überlegt man es noch. Ich dachte, ah, was soll's, ich melde mich einfach an und mache mit, schaue dann, wie es rauskommt. Aber es ist etwas Verrücktes, gell? Und dann, ich könnte es noch begreifen, wenn du jetzt einen würdest machen oder zwei, aber nein, 5. Jeden Tag einen, gell? Ja, das haben wir eigentlich vorher noch gar nicht so richtig überlegt. Ich dachte, ja, er wird schon irgendwie gehen. Und eben, jetzt habe ich ja vor 3 Wochen einen Ironman gemacht in Deutschland. Und ich dachte, warum mache ich einen? Warum mache ich nachher 5? Aus welchem Grund? Eben. Aber ja, es ist jetzt so und ich habe trainiert, so gut es gegangen ist. Und ja, man geht es dann gemütlich an. Und wer fängt es an? Für mich fängt es am 27. an, da ich ja nur die kürzeste Variante mache. Die anderen machen 10-fach und sogar 20-fach. Wir müssen es nochmal sagen, schwimmen 3,8 Kilometer, Velofahren genau. 180 Kilometer, genau. Marathon 42 Kilometer. Genau. Ja, ich weiss nicht, also, du hast so dein Velo gerüstet, gell? Wir haben genau. Gesagt, wir haben so ein Wetterlooken abgewartet. Da ist der Helm, hoppla, jetzt habe ich da noch die Stange drauf. Da ist der Helm. Du, meinst du, sollen wir mal schnell auf das Velo rein? Genau, machen wir mal eine Velorunde. Und damit ihr auch nicht ums Blöffen kommen, gell? Also ich habe hier natürlich ein E-Bike. Also ich hoffe, du nimmst ein bisschen Rücksicht. Das ist auf natürlich, 25 ja, beschränkt, ja. Gell? Das ist etwa mein Tempo, hoffe ich. Gell, die Runde, das hast du gesagt, ist 9 Kilometer. Genau, man fährt jetzt auf dem Rheindamm, auf Sevelen. Ja. Dort ist eine Wendemarke. Dann fährt man wieder zurück, da am Freibadparkplatz. Genau. Und dann jeden Tag 20 Mal die Runde. Und da ist dann der Start, gell? Du hast jetzt vorher gewechselt natürlich. Genau, da ist die Wechselzone, da ist dann der Start der Velorunde. Jawohl. Und da geht es dann eigentlich los zum Velofahren. Genau. Und dann ist da das dann ist da Startziel. Genau, da ist auch immer der Startziel. Ja, ja, ja. Heula. Da sind die Leute schon am Aufstehen. Hoi, schau mal. Immer die gleichen hier, die da schaffen und schaffen und tun. Hallo. Hoi. Wir sind auf euch angewiesen. Gut, also. Jetzt gehen wir hier einen Buchser-Sieger nach. Also eins ist schon mal ganz sicher. Der Buchser-Sieger wirst du auf jeden Fall. Genau, also wenn ich ins Ziel komme, dann ja. Hast du ein spezielles Rad hier? Also das ist ein spezielles Triathlon-Velo, das halt ein bisschen auf Aerodynamik getrimmt worden ist. Aber Rückenweh gibt das nicht? Das ist schon immer so ablehnen. Ja, also bei mir jetzt zum Glück nicht. Aber ja. Eben, das sollte man halt auch trainieren, die ganze Sache. Dann geht das schon. Obwohl, eben 180 Kilometer ist dann schon. Eben. Irgendwann wird es dann unbequem. Jetzt haben wir 14 drauf, im Durchschnitt fast dann hier wahrscheinlich, was denkst du, so 28, gell? Oh ja, eben, kommt ein bisschen noch aufs Wetter drauf an, dass es da ja immer recht windet. Ja. Ja, hier haben wir mal so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30. Haben wir 30? Mal am ersten Tag. Okay, dann gehen wir uns hier mal schauen. Und dann nachher, ja, so eine 25 begrenzt, aber irgendwie... Das kriegen wir vielleicht noch hin. He? Als 30 so heisst so. Ja. Probieren wir mal. Ne?
Jetzt gehen wir mal. Nochmal, du bist jetzt Leistungsberater, gell? Hast du genau, gesagt? Ich bin Diplom-Sporttrainer. Was ist das? Ich bin also Trainer in Sachen Triathlon. Jawohl. Ich mache Sportleistungsdiagnostik auf dem Laufband mit Atemgasanalyse oder auf dem Velo. Ja. Und Trainingspläne, gibt Schwimmunterricht. Ja. Und halt allgemein alles, was mit Triathlon zu tun hat, Velofahren und Laufen. Jetzt hast du es natürlich einfacher, gell? Ich muss es aber schnell in die Zacken draufgeben. Also jetzt fahren wir 30. Super. Das ist also etwa die Geschwindigkeit, gell? Genau. Und da fährst du jetzt 20 Mal dann hin und her, he? Genau, da ist 20 Mal die Runde. Wahnsinn. Und nachher? Und nachher geht es auf die Laufstrecke. Denn die Laufstrecke ist 1,25 Kilometer, wo man dann 34 Runden läuft. Aber dann bist du ja nach einem Tag auf der Schweiz. Ich hoffe nicht. Also man wird schon fertig sein, weil man hat etwas gemacht. Und dann ja, mal schauen, wie die nächsten Tage, was sich dann ergibt. Kommst denn du da überhaupt noch, weißt, zum Erholen, oder weißt du das schon? Ah, da ich es bis jetzt noch nicht gemacht habe, kann ich es noch nicht so genau sagen. Also ich erhoffe schon, dass ich mich ein bisschen erholen kann und gut schlafen kann. Das ist wichtig, der gute Schlaf. Was rechnest du denn für Schwimmen? Weißt du, zeitmäßig? Also Schwimmen rechne ich so, eben, am ersten Tag so vielleicht eine Stunde, fünf Minuten. Und das Velofahren haben wir jetzt mal vorgenommen, so ca. 6 Stunden. Und nachher der Marathon etwa 5 Stunden. Also wirklich alles schön, gemütlich, langsam. Also 13 Stunden, ja? Genau. Und nachher, am zweiten Tag, schätze ich, wird es vielleicht ein bisschen langsamer sein. Und pro Tag, Tag für Tag, was ich jetzt einmal gesehen habe, so in der alten Rangliste, wird es immer ein bisschen langsamer. Ja, das kann man sich vorstellen, Seb, ja. Ja. Also das heisst, mit anderen... Oi, jetzt bin ich fast am Pedal runtergefallen. Fast die Schnorren gefallen. Wäre noch etwas gewesen, ja. Was passiert jetzt, wenn du einen Unfall machst? So? Kannst du den aussetzen mal einen Tag? Also man kann aussetzen, aber nachher ist man natürlich disqualifiziert aus der Rangliste, wenn man aussetzt. Also du musst jeden Tag... Wenn du in der Rangliste musst du jeden Tag fertig machen. Und man hat, für Schwimmen hat man 2 Stunden Zeit. Jawohl. Velofahren, ich weiß nicht, wie lange man dort Zeit hat. Ah, das ist noch begrenzt. Genau, ja. Und man muss bis am Morgen um 3 Uhr sicher fertig sein. Aha. Dass man am nächsten Tag Punkt 7 wieder am Start stehen kann. Du schaffst jetzt nur da, aber diese Brücke hast du mitbekommen, gell? Ja, die habe ich mitbekommen. Was da noch eine Baustelle war, bin ich ein paar Mal mit dem Velo schon drüber geräubert. Wir können jetzt langsam so den Rest retten. Das heisst, also, wenn das Ganze 9 Kilometer ist, dann. Ja, was ist bei der Raststätte? Also jetzt haben wir vom Start 2,8 Kilometer. Ja, aber bei der Raststätte sind 3, ja. Da wäre etwa ein Drittel dann, gell? Ja, genau. Und das Velofahren, was ist deine Paradedisziplin? Ich glaube Velofahren. Aber glaubst du, ich mache mit dir eine Wett. Nach diesen 5x 20 Runden hast du vielleicht den Schnauzen auch voll, meinst du nicht? Mal schauen. Du bist ehrgeizig, gell? Ja. Anders geht es nicht, hä? Denke, es wird schon gehen. Oder es muss gehen. Jetzt fahren wir immer schön mein Tempo 25, gell? Genau. Ist natürlich nichts, oder? Also, du hast dann locker mehr drauf, natürlich. Genau, jetzt ist es schön locker, gemütlich. Am 27. Fängt es an, gell? Genau. Gemütlich hast du gesagt? Das jetzt? Ja. Ja, jetzt ist es gemütlich. Ja, bist du Wahnsinn. Also gemütlich ist es schon noch ein bisschen anders, stimmt es mir? Nein. Ja. Am 27. 28. Also jetzt 78 Herzfrequenz. Hast du? Ja, gerade jetzt. Oh, ich habe eingeneigt, ich könnte nachschauen, aber vielleicht schauen wir gescheiter nicht nach. Ja, war schon viel, viel höher. Ja. Da kannst du alles schön anschauen da natürlich. Ja, genau, ja. Ist das noch wichtig? Ja, ich finde es also wichtig. Man sollte schon ein bisschen das Körpergefühl haben. Ja. Aber vor allem finde ich es halt spannend im Nachhinein, die Analyse und so, dass ich sehe, wie schnell ich gefahren bin oder wie viel, wie weit. Und dass natürlich ein Vorteil ist mit der heutigen neuen Technik, ich habe hier ein Wattmesssystem. Aha, und da ja. Weiss ich natürlich genau, wie viel ich fahren kann. Ja. Und dann, egal ob ich Rückenwind, Gegenwind habe, fahre ich immer meine Geschwindigkeit. Also, jetzt Achtung, jetzt müssen wir, genau, gehst jetzt du voraus. Ja. Ja,
Ja, das ist natürlich Realität, gell? Also auf dem Damm ist natürlich dann das so. Gell, Robert, das ist natürlich Realität. Also auf dem Damm hast du doch da immer Gegenverkehr. Genau, ja, da ist eigentlich der Verkehr läuft normal weiter. Aber jetzt Fußgänger mit Hunden, Pferd, habe ich schon gesehen, alles. Du hast es vorhin die Herzfrequenz angegeben, weißt du, vor allem die, die Polaruhr und so Zeug sehen, du hast es ein Gurt an im Jahr, he? Genau, ein Herzfrequenzmessergurt, wo man dann das anzeigt. Und auch braucht es wahrscheinlich, oder, im Jahr, für Traumessung? Das ist immer ein bisschen eine Frage, ob es jemand die Will braucht, ob er es im Gefühl hat. Also ja. Ich habe es relativ auch gut im Gefühl. Also Herzfrequenz? Ja, eben für mich ist es mehr für die Statistik im Nachhinein, dass ich anschauen kann. Was ist deine schwierigste Disziplin? Das Laufen am Schluss. Aha. Und dann auch lauter Leute, gell, entlang von der Strecke? Ja, aber da bin ich mal gespannt, wie viele es denn da kommen, wenn ich mitmache. Ja, da können wir schon rauf. Aber weißt, vor allem, was mir so dunkt, ist irgendwie das Laufen. Ich komme dann am Schluss noch 42 km, eine zähe Sache. Ja, das wird sicher zäh. Ja. Das ist das, was sich am meisten alle Sorgen machen und Gedanken darüber machen. Obwohl du natürlich als Fußballer wäre das wohl schon fast deine Paradedisziplin. Ja, das habe ich, als ich angefangen mit Triathlon auch gemeint. Leider ist es anders gekommen. Schwimmen hast du kein Problem? Ja, Schwimmen ist relativ schnell gut gegangen. Und ja, Stunde 5 ist jetzt nicht gerade eine super Zeit, aber es ist sicher auch nicht schlecht. Also ich kann dir sagen, wenn wir eine Prüfung machen mussten, haben wir 400 Meter in 9 Minuten schwimmen. Und haben aber bei Hut und Haar nicht alle geschafft. Also eine Stunde 5 ist relativ schnell. Ja. Habe ich das Gefühl. Immer, kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Ja, wir schauen jetzt rauf. Jetzt sind wir ja, wird noch etwa Kilometer gehen, was sind wir jetzt? Kilometer 3,5 etwa, he? Du hast Hochachtung, gell, von denen, die das 20 Mal machen. Ja, also Sepp, ja, Sepp ist, ich sage jetzt nie, mache ich nie mehr, weil ich auch gesagt, das mache ich nie, aber ich glaube, ich mache es gleich nie. Aber so wie du es mit dem Schnitt, sagen wir mal, wenn wir jetzt etwa 24, 25, so schon. Ja, jetzt fahren wir 25, also mein ja. GPS zeigt jetzt 25,5. Genau, ja. Mir auch, ja. Ja. Also du schaffst das locker. Ich sehe schon, für dich ist das irgendwie ja, Klacks. Wie gesagt, Velofahren geht schon. Das Laufen ist dann, vor allem beim Laufen ist halt eben. Jetzt müssen wir wieder, du kannst wieder voraus. Wir haben den Inliner da. Auch die sind euch dann auf dem Damm, ja. Liebe Leute, der Robert, ab dem 27. fängt er hier an, beim Swiss Ultra. Da könnt ihr schauen. Ist völlig freier Eintritt. Am besten gehen wir zum Freibad Bux. Und dann sehen wir Robert ab dem 27. Damit man dich kennt, hast du dann wieder das grüne Trikot an? Beim Velofahren werde ich es sicher anhaben. Ja. Ja, für jeden Tag eins. Ja. Also ja. Werde ich sicher das grüne Trikot haben. Beim Laufen weiß ich noch nicht, also, was ich dann anlege. Kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an. Ja, jetzt wären wir da. He? Beim Velofahren, eben, jetzt geht es noch da vorne bis unter der Brücke, dort ist dann der Wendepunkt. Ah, aha, ja, 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 das machen wir jetzt auch noch. Unter der Brücke, also das ist bei jedem Wetter, gell? Das ist völlig egal. Genau, stürmt bei jedem. Oder schneit. Ja, wenn es gerade schneit, dann weiß ich auch nicht, was ist, aber wir hoffen es jetzt nicht. Jetzt, wo du so gefahren bist und da ein bisschen auskennst inzwischen und weißt, wie, wo, ist es vielleicht ziemlich nachgefahren, hast du schon zugeschaut. Ja. Tut es dir noch nicht leid? Nein, immer noch nicht. Immer noch voll motiviert. Voll motiviert, genau. Da geht es noch durch, oder? Ja. Auch oben, da ist der Wendepunkt. Ja, ich habe es schnell abbremsen, weil ich denke, da sei da. Dann sind wir unter der Brücke durch. Und anscheinend ist jetzt... das ist jetzt der Wendepunkt. Ja? Genau, das ist der Wendepunkt. Jetzt gehen wir noch ein kleines bisschen weiter. Ich wollte jetzt noch fragen, aber vielleicht müssen wir das Geräusch noch weg. Komm, wir fahren schnell unter die Brücke durch. Mich würde es mal interessieren, was ist das so dein grösster Wunsch im Hinblick jetzt eben auf dieses Event? Also mein grösster Wunsch ist mal einfach ins Ziel kommen. Also ich habe das Gefühl, da kommst du. Du hast irgendwie den Ehrgeiz. Du, ja, ich denke, ja, du kannst ja deine Leistung gut einteilen. Du kannst dich gut einschätzen, oder? Gut, aber es kann trotzdem immer noch körperlich irgendetwas mal wehtun oder so. Und genau. Das hat man halt nicht im Griff. Nein, das ist schon klar.
gerade auch beim Velofahren, ich kenne einen, der ist Race Across America. Wow, der war wirklich sehr gut gewesen. Und dann hat er den Sattel ein bisschen anders eingestellt und hat dann seine 5000 Kilometer rund 9 Tage und hat dann müssen aufhören bei einer kleinen Einstellung. Ja, eben, das geht einmal schnell. Ja, ja. Und darum sage ich, mein grösstes Ziel ist ins Ziel gekommen und der Rest ergibt sich dann. Aha. Ja, gut, liebe Leute, der Robert, wir lassen ihn mal fahren. He? Ja. Ab dem 27. können wir hier auf dieser Strecke einmal anschauen.